Ladies and Gentlemen, willkommen zurück zu einer kleinen Runde Bioshock Infinite 1. Hier steckst du also mit Tannenbaum unter einer Decke, mein Kleiner. Ah, diese liebende Gänsemutter. Okay. Wir hatten unseren Spaß, Kleiner. Aber jetzt wärst du so freundlich, dich von einem Big Daddy platt machen zu lassen. Okay. Gerade kein Big Daddy da. Sieht ganz so aus, als hätte die Gänsemutter an deiner Birne rumgeschraubt. Kein Problem, wenn du nicht mehr nach meiner alten Pfeife tanzt. Ich hab noch was Neues auf Lager. Code Yellow. Oh. Ah, finde ich nicht allzu nice dann. Wenn uns dadurch kontrollieren können. Aber einen Moment. Ich mach die Musik ein bisschen leiser, weil es nervt dann doch ein bisschen, wenn man kaum die Stimmen hören kann. LOL! Seit wann steht der denn da? Den habe ich echt nicht gesehen. So, jedenfalls willkommen zurück zu einer kleinen Folge Bioshock 1 Remastered mit mir, dem Rockley, unserem netten Protagonisten, Tannenbaum, Atlas, aka Fontaine. Und ja, wir haben woanders angefangen, als wir beim letzten Mal aufgehört haben. Das liegt aber einfach nur daran, dass ich unten nicht speichern konnte. Dann musste ich einfach nur die Treppe hoch. Und das war es auch schon. Ah, das sollte ich dennoch zu meinem machen. Oder auch nicht. So, wir haben hier ein paar Geschütze, das stimmt schon. Ich dachte zuerst, es wäre irgendwie Musik von, Mario. Mario 64. Ja, geht's dir gut? Boah, mit dem Lied darf ich wahrscheinlich wieder von der GEMA verabschieden. Warte mal. Warum ich? Ich habe im Grunde nichts Falsches gemacht. Wir gehen jetzt hier einfach wieder raus. Ich denke mal, das wird ab hier beginnt der Bioshock-Spaß-Teil. Naja, so furchtbar. Die kann man noch nicht mal looten. Können wir den Dingern vielleicht einfach ausweichen, dass die Zeit verfliegt? Damit wir halt ein bisschen Munition dann sparen. Na, sind wir Freunde? Ja, sind wir. Das mit dem Lied wird uns noch killen. Ich mach es mal so. Rennt er?
Aber nicht wegen und. Das ist kaputt. Ich mag so alles ein bisschen, wa? Das Lied wird uns so das Genick brechen. Auch wenn das Lied schön ist. Hallo? Noch nicht mal Loot hat die. Was bringt das Töten dann noch? Achtung! Ab Donnerstag gilt eine erneute Ausgangssperre. Bürger, die dagegen verstoßen, werden an den Abfluss. Das ist in meiner Stadt! In meiner Stadt! Ja. Ich treffe den nicht, obwohl ich ihn abballer, ne? Weg ist es! Ich hab schon geahnt, dass du zu derartigem hinrennen möchtest. Was können wir denn so anfertigen? Autohacker. Ah. Das passt schon so. Ah, bei der Musik kriegt man schon Lust, wieder Fallout zu spielen. Nein, 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 nein. Jetzt explodier doch! Lieber falsch glücklich als unglücklich. Von wo wurde ich denn jetzt schon wieder von der Sicherheitsalarmkamera? Oh Gott. Das Ding ist, wir machen jetzt eins. Ich sagte, wir machen eins jetzt fertig. Laden da. Wir haben jetzt schon keinen Schuss mehr. Jetzt kommt das nächste. Ich weiß nicht mal, von wo die Dinger kommen. Ah, und Fontaine schlägt wieder zu. Jetzt stirb! Das ist echt das Schlimmste, was passieren kann. Wir brauchen bald Munition. Da wird geschossen, aber nicht auf uns. Was im Allgemeinen schon mal sehr gut ist. So, damit das ein bloß nicht nochmal passiert. Das ist aber teuer gerade. Nicht mit mir, Schuppi. Nein. Was sagt die ganze Zeit? Okay, aber wir sind wenigstens scheinbar da, wo wir sein wollen. So, dann würde ich sagen, speichern wir aber auch nochmal. Ah, ich hoffe, das mit der GEMA geht jetzt durch. Ansonsten ist das echt doof, ey. Und es halt immer wegen so
kleine Pissstelle ein komplettes Video immer. Futsch. Fontaine ist in Rapture sozusagen zum schwarzen Mann geworden. Seine Macht beruht auf einem Mythos. Aber hinter seiner Hokuspokus-Fassade steckt ein ganz gewöhnlicher Betrüger. Und wie alle Betrüger hat er Angst, dass sich am Ende der Spieß umdrehen könnte. Deswegen ließ er Charge Nummer 192 entwickeln. Das Gegenmittel zum Mental Control Plasmid. Fontaine hat gesagt, dass ich niemandem davon erzählen soll. Nicht mal Tenenbaum. Und Su Shong wird sich wohl daran halten. Adios. Ich wusste doch, dass da etwas faul ist. Immer diese Geheimniskrämerei von Su Shong. Er hat die Charge Nummer 192 bestimmt in seinem Labor beim Apollo Square. Ich habe ihm einmal heimlich eine Probe davon gestohlen und sie in meine Wohnung im zweiten Stock gebracht. Ich wusste nie, für was es bestimmt war. Aber ich dachte mir, wenn dieser Bastard etwas hinter meinem Rücken tragt, muss ich das im Auge behalten. Klingt sinnvoll, ne? Wenn du mir aber jetzt noch sagst, wohin mit mir? Besorge das Heilmittel Versuch 192. Das werden wir auch sicher ganz leicht bekommen. Ach, scheiße. Die ganze Zeit, ich habe ein Gewehr. Was passiert denn hier? Irgendwie habe ich das nie wirklich getroffen, wa? Sinkt es oder ruft es, das tut weh? Bei der Göre verstehe ich gerade kein Wort. Eine Maschine. Das wäre nice. So. Zum Glück hat es gereicht, die zwei Schüsse. Aber wir haben das Problem, dass wir sehr, sehr bald Verbandskästen brauchen. Und wenn wir halt nur vom Spiders... Spider-Splicer das Herz rausreißen. Beine auseinander? Warum sollen wir die Beine auseinandernehmen? So, noch ein Autohacker. Because why not? Als ob es zwischen Fontaine und seiner deutschen Bohnenstange ordentlich gescheppert hätte. Warum ein Kerl wie Fontaine seine Zeit mit dieser gruseligen deutschen Ziege vergeudet, wo er sich doch die Rosinen aus dem Kuchen picken könnte, das verstehe wer will. Er hat den Zugangscode seiner Tür auf 5744 zurückgesetzt. Vielleicht will er sicherstellen, dass die Bohnenstange nicht nochmal in seinem Gemüsebeet aufkreuzt. Das hört sich doch auf jeden Fall gut an. 5744. Ah, das können wir damit kaputt machen. Ja, eine Möglichkeit wäre das auf jeden Fall. Der Klatsch. Ne, die haben wir ja gerade weggeklatscht. 5744. Bleib doch mal stehen! Schau dir mein Zuhause an. Verwüstet von Fontaine und seinen Schweinen. Die Proben von Charge Nummer 192 haben sie garantiert in sein Penthouse gebracht. Der Eingang ist in der Lobby, aber er ist immer abgesperrt. Ach, es ist schwer zu glauben, aber früher einmal war hier alles so wunderschön. Ja, so manchmal. Ich habe den Stall der Gänsemutter sofort durchsucht, als ich auf die Idee kam, ein Gewissen zu entwickeln. Hier wirst du nichts finden, Kleiner. Außer vielleicht ihre Erinnerung. Und glaub mir, die ist im Garten. Ich
Ich würde gerne da rein, es lässt mich aber nicht. Müssen wir wohl mit was Härterem ran. Warte mal. Wofür hat man so etwas? Ich meine ja nur. Das Wasser glitscht so nice. Es ist wunderbar. So, Hacken. Autohacker. Natürlich, was sonst? Hackung oder. Boah. Wir haben nie die Wärmesuper benutzt, ne? Da kommen wir nicht rein. Antipode. Da müssen wir echt mal gucken, wie kommen wir da jetzt rein. Also entweder finden wir einen Schlüssel oder etwas ähnliches. Oder wir finden einen anderen Zugangspunkt. Wir haben ja immer noch den einen Code. Nee, hier kommen wir doch nicht rein. Von hier auch, von hier aus auch nicht so. Nee, dann gehen wir noch mal Richtung Normalgelände. Oder wie nenne ich das hier? Aufzugsraum halt, ne? Irgendwie müssen wir dann dahin hinkommen. Immer nur den Fallen zu vertrauen ist. Oh. Bisschen von Kuchen abhaben. Ich bin der Boss, du Wichser! Das sind doch richtige Wichser, die Leute. Die kriegen immer mehr Leben abgezogen. Weniger bekommen. Kommt immer weniger. Ja, du darfst schon aufmachen. Der wurde gleich zerdeppert. Aber diese Grafik-Glitch. Ich weiß nicht, ob Explosion. Nee, benutzen wir. Nein, nein. Benutzen wir mal die Bolzen. Mit den Bolzen sollten wir auch irgendwie eine Zeit lang jetzt klarer kommen. Boah, eine Taschenlampe wäre echt nice gerade. Passiert, würde ich sagen. Und unser Dollarguthaben. Bla bla bla. Geht auch immer weiter hoch. Unser Guthaben allgemein. Dann können wir uns bald wieder Sachen kaufen. Aber das hier ist auch nicht wirklich eine Hilfe, ne? Dieser Ort. Deswegen gucken wir mal einfach weiter. Das ist auch keine Hilfe. Ah, wir müssen jetzt den Code hier rüber eingeben. Warte, was habe ich gesagt? 5744. Boah, auch noch richtig gemerkt. Die ruft ja die echt die ganze Zeit. Ich habe ein Gewehr. Ja, und ich sehe rechts schon Kameras, hinten ist noch was Mechanisches. Mhm.
Da habe ich nicht ganz getroffen. Ah, so wollte ich nicht direkt treffen. Die Armbrust ist schon aus, ne? Oh nein, wo waren... Ich mache es so. Ja, das wird jetzt ein bisschen dauern, aber ich mache das so. Aber da die Folge eh jetzt vorbei ist, mache ich hier einen Cut und wir sehen uns, wenn die Zeit hier abgelaufen ist.